Die grenzenlose Freiheit. Sie ist es, die Dominik Schmidt an der Kunst fasziniert. So gewöhnlich sein Name klingen mag, seine Kunstwerke und Filme sind es nicht. Ich liebe es, Künstler zu sein, einfach aus dem Grund, weil es der Beruf mit den meisten Freiheiten ist. Es ist die Geschichte eines Pfälzer Künstlers, der dabei ist, international durchzustarten. Von Wien bis Miami ist er an Galerien vertreten, doch er bleibt bodenständig. Es ist ein Spiel. Kunst ist ein Spiel. Schon früh erkennen Galeristen sein großes Talent. Er hat ein Ziel, ein absolutes Ziel. Und das Ziel ist, ganz hoch zu kommen. Auf dem Weg nach oben ist der Maler offen für Experimente. Ich bin gespannt. Inzwischen kann Dominik Schmidt gut von seiner Kunst leben. Selbst in seiner Mittagspause hat er immer ein Skizzenbuch dabei. Ich habe so viele Skizzenbücher, wie ich Rucksäcke und Taschen habe. Und wenn mir Dinge begegnen im Alltag, die mir auffallen, dann notiere ich die schnell und dann kommen die im Endeffekt alle in mein großes Skizzenbuch rein. Also ich hatte zum Beispiel einmal ein Skizzenbuch verloren und das war schrecklich, weil da waren so viele Sachen drin, die wichtig waren. Da waren so viele Texte drin, so viele Skizzen drin und das war richtig blöd. Und von daher passe ich immer ganz, ganz gut auf meine Zettel und meine Skizzenbücher auf, weil darin sind die Ideen, die später zu den Bildern werden. Die landläufige Meinung ist natürlich, dass große Bilder länger brauchen als kleine und dass das alles wahnsinnig viel Arbeit ist. Es ist auch viel Arbeit, aber das eigentliche Problem bei der ganzen Sache ist dieses Gleichgewicht, also dieses Gefühl, dass jeder Künstler braucht, das ich auch brauche, dass sich was richtig anfühlt. Und in dieser Sache kann es schon passieren, dass ich an kleinen Bildern mehrere Monate mal und das Große in so einem Flow entstehen, in dem ich letzten Endes vielleicht nur ein paar Wochen brauche. An diesem Bild malt er seit einem Vierteljahr. Meistens arbeitet der Künstler an 3 bis 4 Bildern gleichzeitig. Den Malprozess filmt er und veröffentlicht die Videos auf Facebook, YouTube und Instagram. Ich kann hier im Atelier vor mich hin malen und es können mir Leute von Miami, New York, Paris, überall auf der Welt zugucken. Und es hat von Anfang an funktioniert. Also ich habe Bilder verkauft über soziale Netzwerke. Ich bin mit Galerien in Verbindung gekommen. Ich habe Kunstagenten in den USA dadurch gewinnen können. Und ich glaube, das ist einfach der Weg im 21. Jahrhundert für die Künstler. Zahlreiche Experten stimmen ihm dabei zu. Der Kunsthistoriker Christoph Zuschlag verfolgt seine Karriere seit einigen Jahren. Ich halte das für einen außerordentlich klugen Schachzug. Und es ist genau der richtige Weg, um auch Menschen seiner Generation zu erreichen. Künstler oder Sammler meiner Generation erreicht man vielleicht nicht unbedingt primär auf diesem Weg. Aber für das jüngere Publikum ist es genau richtig, all diese Kanäle zu bedienen und sich ein Stück weit auch selbst zu vermarkten. Auch der Autoliebhaber Carsten Kripczak wurde durch ein Internetvideo auf den Pfälzer Künstler aufmerksam. Früher habe ich mein Geld nur für Autos ausgegeben und als ich Dominik entdeckte, habe ich beschlossen, auch mein Geld dann in Kunst zu investieren. Ich fand es total klasse, wenn man sich seine Bilder anguckt. Man hat immer so 1, 2, 3 Blickpunkte, die das Auge magisch anziehen. Die Bilder hängen jetzt schon geraume Zeit hier in meinem Wohnzimmer und ich entdecke immer wieder neue Details an den Bildern, die ich früher noch nicht gesehen habe. Und das ist das Einzigartige an Dominik und seiner Kunst.
Und diese Kunst gewinnt an Wert. Innerhalb von 4 Jahren hat sich ihr Marktwert verdoppelt. Im Moment spielt das keine Rolle, weil mir die Bilder einfach so gut gefallen und ich möchte sie in meiner Nähe haben. Das ist ja der ausschlaggebende Punkt bei einem Sammler. Er will das haben. Das Besitzen ist das Wichtige. Der Preis ist absolute Nebensache. Ein Bild dieser Größenordnung kostet ungefähr 30.000 Euro. Dominik Schmidt gehört zu den 2% der Künstler in Deutschland, die von ihrer Kunst leben können. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Also ich bin nie damit aufgewachsen, dass jetzt besonders viel Geld im Haus war. Und von daher ist das schon ein tolles Gefühl, für sich selbst eine Bestimmung gefunden zu haben und dass ich damit natürlich auch Geld verdienen kann. Nur noch selten ist der Maler in seinem Heimatort Lambrecht. 1983 wird er in der Pfalz geboren. Dominik wächst zusammen mit seinem jüngeren Bruder Tobias auf. Beide haben ein enges Verhältnis zu ihren Eltern. Der Vater arbeitet in einer Papierfabrik. Zum Glück, denn der Papierverschleiß ist groß. Unser Dominik war sehr wählerisch mit seinen Bildern. Wenn der erste Strich nicht gesessen hat, und dann mit dem nächsten Papier angefangen, weil es musste ja perfekt sein. Also ist schon im gewissen Maß Perfektionist. Ne? Ja. Weil wenn es nicht stimmt, und dann kann man das niemandem zeigen. Und er hat auch immer, wenn wir Besuch hatten, oder wir haben Geburtstag gefeiert oder was auch immer, hat jeder immer ein Bild mitgekriegt. Oder 2 oder 3. Stundenlang saß Dominik in seinem Kinderzimmer und hat gemalt. Denn nur das hat ihn damals beruhigt. Und auch im Grundschulalter hatte er schon einen Geschäftssinn. Ich habe früher mit meinem Bruder zusammen Bilder gemalt und wir sind dann auf der Straße hier um den Block waren wir unterwegs und haben die Bilder dann auf der Straße an Leute verkauft. Und ja, da gab es dann halt mal, ich weiß gar nicht mehr genau, also vielleicht 50 Pfennig damals noch. Oder wenn das Bild besser war, dann vielleicht auch mal 1 Mark. Oder wenn jemand Mitleid mit uns hatte, vielleicht auch mal 2. Aus dem Jungen von damals ist ein ernstzunehmender Künstler geworden. Eines seiner dominierenden Themen ist seit Jahren die Religionskritik. Die Bibel ist voller Fehler. Die Bibel ist voller wissenschaftlicher Fehler. Die Bibel ist voller moralischer Grütze. Ja, die Erziehung war eine andere. Da ist immer noch was im Rücken, was sagt, man weiß es nicht. Als Künstler sehe ich es halt ein Stück weit auch als meine Aufgabe, solche Ungleichgewichte aufzulegen. Doch es ist ein anderes Thema, das die Familie seit Jahren belastet. Roland Schmidt kann die Gemälde seines Sohnes nur noch erahnen. Er leidet unter einer seltenen Augenkrankheit. Irgendwann sehe ich nichts mehr. Ja, es tut mich belasten. Ja, es hat das ganze Leben ausgebremst. Und es kam von heute auf morgen und ja, es war schon schlimm. Es ist schwer zu ertragen. Ich versuche dann trotzdem mit dem, was uns noch bleibt, das Beste draus macht. Also ich habe eine Zeit lang Fotos von Bildern mitgebracht auf dem Handy, die ich jetzt neu gemalt habe. Je schlechter die Augen jetzt werden, dann bringe ich halt auch mal ein großes Bild mit. Also ich denke einfach, man darf sich da nicht zu sehr von so einer Situation kleinkriegen lassen, sondern das Beste draus machen. Das berührt mich sehr. Der Stolz, den man sieht, wenn mein Mann dann vor so einem Bild steht. Ja, das bedeutet mir viel. Weil er mir ja da im Prinzip hilft, das, was er gemalt hat, mir nahezubringen. In Zukunft möchte Roland Schmidt trotz Krankheit sogar wieder zu einer Ausstellung gehen. Denn die Zeit für einen Kaffeeplausch ist knapp. Er ist nicht oft hier, aber wenn er kommt,
Tja, das genießt er. Ja, das genießt er. Ja, und dann wird es oft ziemlich spät, bis er dann wieder auf dem Stuhl rumrutscheln und dann, ja, ich schmiss dann mal wieder, weil ich hab morgen früh den und den Termin. Und mit Termin meint seine Mutter, dass ihr Dominik in Wien öfter mal eine Vernissage hat. Der Galerist Felix Schöller vertritt Dominik Schmidt exklusiv in Wien. Dominik Schmidt ist einer der Zugpferde in meiner Galerie. Wir haben bis jetzt, seitdem ich in der Galerie habe, über 40 Werke verkauft, innerhalb von einem Jahr. Das heißt, die Nachfrage ist hier und natürlich wirtschaftlich gesehen ist es für das Unternehmen der Galerie natürlich auch sehr gut, wenn man so viele Werke von ihm verkaufen kann. In Wien hat Dominik Schmidt seinen Durchbruch geschafft. Hier in der Galerie Felix Schöller wird der Großteil seiner Werke verkauft. Natürlich ist es wahnsinnig geil einfach, dass es in Wien in so einer Kunstmetropole funktioniert, wo so viele Menschen unterwegs sind, die so vieles schon gesehen haben und dann trotzdem auf meine Bilder reagieren. Also das ist natürlich klasse. Auf der einen Seite ist es natürlich klar, ich bin hier die zentrale Person und die Leute wollen mit mir sprechen und ich genieße das ein Stück weit. Aber eigentlich mag ich es nicht so, den Mittelpunkt zu haben. Ich glaube, deswegen bin ich auch Maler geworden, weil ich dadurch das, was ich formulieren will und sagen will, in Bildern ausdrücken will. Ich muss es nicht sagen, ich muss nicht auf irgendeiner Bühne stehen. Ich kann im Atelier meine Gedanken für mich in aller Ruhe entwickeln. Und das, was dann im Endeffekt an der Wand hängt, ist ein Bild. Und daraus macht jeder Betrachter seine eigene Sache. Und das ist das, was mich reizt, was mich fasziniert. Auf seinen Gemälden versteckt der Pfälzer Maler gerne mal kleine, ironische Botschaften. Also es ist natürlich so, dass ich auf Ausstellungen dann schon rumgehe und sehe, wie Leute sich an den einzelnen Formulierungen, die da draufstehen, stören oder wie Leute angewidert reinkommen und dann plötzlich lächeln, weil sie lesen, was so draufsteht. Und ja, ich finde, also das macht so ein bisschen den Reiz aus. Man sieht ein Bild. Ein Bild, das auf den ersten Blick sehr düster, sehr bedrohlich und sehr negativ wirkt. Und je näher man rangeht, desto ironischer wird alles und desto mehr wird alles in Frage gestellt, was der Betrachter im ersten Moment eigentlich sich selbst versucht, über dieses Bild einzureden. Düster, provokant, mysteriös. Dominik Schmidt irritiert gerne mit seinen Werken. Nicht selten sind Sammler überrascht, wenn sie den Künstler persönlich kennenlernen. Viele Menschen glauben, wenn sie seine Kunst sehen, ja, das muss ein Wilder sein, ein wilder Maler, weil der ja so Eingeweide und Blut und Tod und Verderben vielleicht teilweise auch darstellt. Das muss ein wilder Mensch sein oder ein harter Mensch. Er ist genau das Gegenteil. Er ist sehr sensibel, er verarbeitet sehr viel und habe ihn auch so kennengelernt als sehr herzlichen Menschen, als sehr sensiblen Menschen, der sehr viel in sich aufnimmt und das dann eben wieder gibt auf seine Arbeit. Und diese Arbeit kauft das Wiener Publikum gerne. Ein lukratives Geschäft für Felix Höller, denn die Hälfte der Einnahmen bekommt der Galerist. Es geht am Ende des Tages schon auch natürlich um das Geld, weil am Ende des Tages wollen wir alle mal was zum Essen haben und von dem her ist es natürlich schon so, dass nicht nur die Kunst im Vordergrund steht, sondern auch die Kunst des Verkaufens. Und die beherrscht der junge Galerist. In der Wiener Kunstszene ist er bekannt für sein gutes Netzwerk. Inzwischen hängen Dominik Schmidts Gemälde in Wohnzimmern auf Mallorca, in der Schweiz und den USA. Doch beinahe hätte der Pfälzer Künstler das alles nie erlebt.
10 Jahre hat er Biologie und Kunst an der Uni Koblenz-Landau auf Lehramt studiert. Die Malerei war nur ein zeitintensives Hobby. Sein Konto stand auf Null. Trotzdem konnte er sich nur schwer von seinen Gemälden trennen. Das waren damals 2000 Euro. Also ich habe im ersten Moment mit mir gerungen, das gleich abzubrechen und habe dann aber im Endeffekt nach der Ausstellung, also nach der Eröffnung, die Organisatoren angerufen und gesagt, dass ich das Bild nicht hergeben kann jetzt, weil mir das einfach noch zu nah ist. Ein Jahr später hat ihn dann doch das Geld überzeugt. Seitdem gehört das Gemälde einem Pfälzer Politiker. Die Uni-Zeit, eine bewegte Zeit für den Landauer Studenten. Sein damaliger Dozent Günter Berlejung erinnert sich. Ja, ich kam nicht mal ins Atelier, habe vorne meine Veranstaltung angefangen und dann plötzlich höre ich da hinten Geräusche, gehe nach hinten, da liegt er auf dem alten, versifften Sofa, wo ich mich eigentlich nicht mehr drauf gelegt hätte und hat da übernachtet. Aber er wollte dann nicht mehr nach Hause. Am Anfang hat er ja auch außerhalb von Landau gewohnt und hat auch kein Auto gehabt, musste also teilweise laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Dasselbe gilt für seine Arbeiten, die er irgendwo hin transportiert hat. Er hatte manchmal Bilder von 2,50 Meter Größe mit dem Zug transportiert, getragen. Also, und deshalb hat er da halt manchmal übernachtet. Von daher war das für mich kein Problem, weil das so ein bisschen Chaos gehört auch zur Kunst dazu. Und zum Leben von Dominik Schmidt. Am Ende seines Studiums plagen ihn Zweifel. Lehrer und Künstler gleichzeitig sein? Das geht nicht. Ich war kurz davor, in den Lehramtsberuf zu gehen und wollte damals, um mich sozusagen von der Kunst zu verabschieden, noch ein letztes großes, monumentales Bild malen. Als Vorbilder nimmt sich der Pfälzer jeweils ein Gemälde von El Greco und von Gustave Courbet. Auf beiden Werken ist ein Begräbnis zu sehen. Und dann ist mir die Idee gekommen, dass ich mich sozusagen künstlerisch begraben könnte. Und die Gesellschaft, die mich sozusagen verabschiedet, sind Sammler, meine Familie. Also mir ist es sehr nahe gegangen. Ja. Weil das ist ein Bild, ja, es ist seltsam. Denkt man vielleicht nicht, weil ja jeder weiß, es ist ein Bild und dass es mit der Realität in dem Sinne nichts zu tun hat. Wie nah ihm das wirklich gehen kann, wenn man dann das so sieht. Schlimm, ja, ist schwer. Während ich das Bild aber gemalt habe, habe ich so mehr und mehr festgestellt, dass mir der Abschied von der Kunst, von dem Malen, von dem, was ich mir alles aufgebaut habe, wahnsinnig schwer fällt. Und habe sozusagen diesen inneren Konflikt getragen, bis ich ihn nicht mehr tragen konnte. Und am Ende dieses Bildes stand für mich eigentlich nicht das, was das Bild eigentlich aussagen sollte, dass ich mich verabschiede, sondern das Bild hat mir eigentlich gezeigt, dass ich mich nicht verabschieden kann, weil die Kunst mein Weg ist, meine Sprache ist. In dieser Zeit lernt er in Landau seine Freundin kennen. Die beiden teilen sich eine Wohnung. Hallöchen. Meine Freundin ist nicht nur meine Partnerin, meine Freundin ist mein bester Freund, meine beste Kritikerin. Und sie hat die Fähigkeit, meine Stärken zu stärken und meine Schwächen zu schwächen. Und ist deshalb wahnsinnig wichtig für mich. Als ich das erste Mal ein Bild von Dominik gesehen habe, das war in der Zeitung, da kannten wir uns noch gar nicht, dachte ich so, oh krass, muss ein düsterer Typ sein. Aber geile Bilder, okay. Und als wir uns dann tatsächlich kennengelernt haben, wusste ich erst gar nicht, dass er das ist. Und erst hinterher habe ich erfahren, ach, das ist ja der Dominik Schmidt. Och, der lacht ja ganz viel und ist total lustig. Seltsam. Und das ist auch so. Also ich glaube, er lässt diesen ganzen Verrücktheiten glücklicherweise auf der Leinwand raus. Klar ist er ein lustiger und ausgeflippter Typ manchmal, aber das hält sich wirklich, das zeigt sich insofern, dass er immer für den Spaß aufgelegt ist und dass er immer irgendwas Lustiges macht und dass er gerne auch der Clown innerhalb vom Freundeskreis ist.
Aber diese ganzen Verrücktheiten, die man auf den Bildern sieht, die merke ich im Privatleben nicht. Seit 2016 sind die beiden ein Paar und leben glücklich in Landau. Wir sind beide hier aufgewachsen. Was wir in Landau ja sehr genießen, man fällt aus der Haustür rauf, geht auf den Markt und trifft 100 Bekannte und Freunde und will eigentlich nur kurz was besorgen, ist dann 3 Stunden weg. Das ist echt sehr schön. Das müsste man sich woanders erst aufbauen. Und klar, es ist auch schön, ruckzuck bei den Eltern zu sein und bei den Geschwistern. Das ist schon was Feines. Ja. Also insofern, wenn wir gehen würden, würden wir auch viel vermissen. Eine Wohltätigkeitsauktion in Berlin. Dominik Schmidt hat ein Gemälde für die Stiftung der Telefonseelsorge gespendet. Mir ging es natürlich nicht immer gut. Ich habe auch meine Krisen gehabt und ich habe Menschen gehabt, die mir geholfen haben, über diese schweren Zeiten hinwegzukommen. Und dieses Privileg hat aber natürlich nicht jeder. Und wenn ich mir vorstelle, dass es Menschen gibt, die eben niemand haben, der sich darum kümmert, dann finde ich es umso wichtiger, andere Menschen zu unterstützen, die den Menschen helfen können. Das Interesse am Werk von Dominik Schmidt ist sehr groß, verrät der Auktionator. Wir haben auch also internationale Interessenten, Leute, die sich also aus dem Ausland informiert haben, Abbildungen angefordert haben und zum Teil auch hier vor Ort waren. Das heißt also, das spricht für die Arbeit, dass das eine sehr, sehr starke Arbeit ist, mit der sich die Leute auch eingehend beschäftigen. Kurz vor der Versteigerung ist der Maler nervös. Weil das ein ganz neues Publikum ist. Es ist Berlin und natürlich hoffe ich jetzt, dass das Bild verkauft wird und bin wahnsinnig aufgeregt. So, wir kommen zu der großformatigen Arbeit zu Ihrer Rechten von Dominik Schmidt. Das ist der Tarantel-Tänzer aus dem Jahr 2017. Bereits bei mir zahlreiche Vorgebote. Muss bereits beginnen mit 11.000 Euro. 11.000 Euro sind bei mir geboten. 11.000 Euro sind bereits bei mir geboten. Ja, das ist ein Applaus wert. 11.000 Euro. 11.000 Euro. 11.000 zum ersten. 11.000 Euro zum zweiten. Und 11.000 Euro zum dritten und letzten für meinen Auftrag. Danke sehr. Das Werk von Dominik Schmidt erzielt den höchsten Erlös bei der Versteigerung. Ich habe total mitgefiebert, das war eine tolle Erfahrung und ich bin wahnsinnig froh, dass das Bild verkauft ist und dass wir natürlich damit mit dem Betrag, der jetzt dabei rumgekommen ist, Menschen, wie gesagt, in Not, die Hilfe brauchen, helfen können. Eine Künstlerfreundschaft. Mit Veit Schmidt-Leitner aus Ludwigshafen tauscht sich Dominik Schmidt gerne über neue Ideen aus. Die Künstlervorstellung vom einsamen Poet, der irgendwo in seinem Atelier vor sich hin malt und eigentlich gar keine anderen Menschen braucht, das ist schön, das ist eine schöne Vorstellung. Aber natürlich, macht man die Sachen, dass sie gesehen werden. Und natürlich wollen wir auch, dass das Menschen berührt und dass da auch was zurückkommt. Davon lebt ja die Kunst. Ein Kunstexperiment. Mit einem Speziallack soll dem Gemälde der letzte Schliff gegeben werden. Ich bin gespannt. Ja, das ist schon geil. Du bist geflasht, ne? Ja, ich merk's, du bist richtig geflasht. Ja, ich finde, das ist halt geil, ne? Also von hier steht vorne halt jetzt lila. Lila und von der Seite ist es grün, ja. Ich hatte halt ein bisschen Angst, dass es kitschig aussieht dadurch, dass es sich irgendwie bricht und dass es nicht zusammengeht. Es wird gar nicht kitschig. Ja, ja, natürlich, klar, aber es ist ja immer noch was. Vertrauen. Ja, ja, doch. Nee, doch, ich habe dir schon vertraut, aber es ist ja schon mal was anderes, sich das selbst vorzustellen, ja, wie es dann im Endeffekt wird. Ein großer Schritt für Dominik Schmidt, denn eigentlich möchte er alles kontrollieren. Ich würde von mir gern behaupten, dass ich ganz locker mit allen Sachen umgehe, aber ich bin, ja, also ich habe schon diesen Kontrollzwang und das ist auch ganz interessant, weil sich das auch mit meinem persönlichen Naturell beißt. Also wenn ich privat ganz entspannt bin und ich bin auch kein dominanter Typ, aber in der Kunst dreht sich das alles. Da bin ich extrem dominant und da muss ich auch die Finger in allen Sachen drin haben, die passieren. Weil dann ist es mein Produkt und dann ist es das authentische
das ich letzten Endes auch von mir erwarte als Künstler. Und zu seiner Kunst gehört auch dieser ganz spezielle Humor in seinen Videos. Also Humor ist mir im Künstlerberuf wahnsinnig wichtig, weil man damit einfach einerseits super arbeiten kann und ganz viele Sachen auslösen kann. Und zum anderen bin ich auch einfach ein Typ, der gerne ironisch ist und der da auch einfach Spaß dran hat. Man darf, glaube ich, in der Kunst auch nicht immer alles so ernst nehmen. Sein erster Galerist, Thomas Hüsam, hat in dem ironischen jungen Künstler von Anfang an ein Ausnahmetalent gesehen. Ihm zeigt er als erstem, dass seine Bilder sogar in einem New Yorker Kunstmagazin erschienen sind. Da bin ich schon sehr stolz drauf. Das ist wie der Michael Schumacher in der Formel 1 oder so. Du hast jemanden, der wirklich eine Chance hat. Du siehst es und du siehst die Entwicklung und du merkst, boah, das geht ganz nach oben. Die erste Begegnung war von meiner Seite auch mit einer gewissen Ehrfurcht verbunden, weil man trifft jetzt einen Galeristen und das ist der erste Galerist, dem ich vorgestellt wurde. Und was mich auch total gefreut hat, war, dass er eben auch zu diesen Galeristen gehört, bei denen es nicht egal ist, was die verkaufen, sondern bei denen es um Ideale und um Inhalte geht. Oder so, ne? Nee. Dieser Kunstliebhaber hat bei der Vernissage bereits ein Bild von ihm gekauft, aber vielleicht geht noch mehr. Immer wieder neue Dinge entdecken kann. Ich bin im Moment schwer am Überlegen. Ne? Gerne. Ja. Oder was wie wichtig ist das Bild für dich? Verhält es jetzt zu so einem oder so? Alles das Gleiche oder hast du auch so Schwerpunkte? Ja. Also was bei dem auf jeden Fall das Schöne ist, dass es eins der Bilder ist, die so entstanden sind. Okay. Also es gibt Bilder, die muss ich, wie wenn man von einem Kind redet, die muss ich erziehen, da muss ich dran arbeiten. Das ist gewachsen. Das ist nicht in drei Nächten durchgemacht. Nach einem kurzen Gespräch ist der Kauf besiegelt. Ich wollte gerade sagen. Ein Bild sticht bei dieser Vernissage komplett heraus. Es ist das wohl persönlichste Werk. Ein Porträt von seiner Freundin. Ja, natürlich habe ich mich gefreut. Klar, ist ja auch eine Ehre. Ne? Mal gucken, wie lange wird das Bild hält. Wahrscheinlich wird es älter wie ich, das ist schon mal gut. Also ich bin für die Nachwelt erhalten, da bin ich dafür. Ansonsten, ja, ich war natürlich überrascht, weil er hat nichts davon verraten. Normal sehe ich ja seine Bilder im Vorfeld. Autogramme geben. Für ein Foto posieren. Dominik Schmidt hat sich in der Kunstszene einen Namen gemacht. Er hat ein Ziel, ein absolutes Ziel. Und das Ziel ist, ganz hoch zu kommen. Und ich wüsste nicht, was es aufhalten soll. Er arbeitet konsequent an dem weiter, was ihn bewegt. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen spüren. Weil Dominik einen extrem außergewöhnlichen Stil hat, den er sich selbst mühsam erarbeitet hat, würde ich sagen, dass Dominiks Erfolg überhaupt gar nichts im Weg steht. International natürlich auch, ja. Ich bin sehr stolz auf ihn. Und ich sage immer, wenn wir mal die Radieschen von unten betrachten, wissen wir, er hat seinen Weg gefunden. Wenn ich einen Blick in die Zukunft wage, glaube ich, dass ich mal froh sein werde, am Anfang seiner Laufbahn dabei gewesen zu sein. Eine Laufbahn, die einzigartig ist. Vom malenden Jungen aus Lambrecht zum aufstrebenden Newcomer in der internationalen Kunstszene.